Dein Bart juckt wie die Sau und du brauchst unbedingt ein paar Tipps dagegen? Alright, mein Freund, dann hör jetzt mal ganz genau zu. Das ist doch zum Verrücktwerden. Jetzt hast du dir monatelang dieses schöne Ding da im Gesicht gezüchtet und dann juckt es einfach wie die Sau. Und du denkst dir so, scheiße Mann, was soll ich jetzt machen? Soll ich das Ding jetzt abrasieren? Auf gar keinen Fall, mein Freund. Dieses schön gewachsene Gewächs in deinem Gesicht lässt du definitiv stehen. Ich verrate dir heute, was für Juckreiz im Bart verantwortlich ist und wie du diesen Juckreiz stillen kannst, ohne den Bart direkt abschneiden zu müssen. Warum juckt der Bart denn eigentlich? Ja, zum einen können natürlich fiese, eklige Bakterien oder Ungeziefer wie zum Beispiel Spinnen oder Fliegen in deinem Bart sein. Aber auch ganz mies gekräuselte Haare können sich zum Beispiel so kräuseln, dass sie einfach wieder auf deine Haut draufpieken und dann jucken. Oder auch Hautschüppchen, die normalerweise einfach abfallen würden, aber jetzt aufgrund deines Bartes im Bart hängen bleiben, die können natürlich auch Juckreiz auslösen. Wenn der Bart juckt, solltest du als allererstes mal die Bakterienzufuhr einschränken. Was bedeutet das? Pfoten aus dem Bad raus. Ja, die Hände haben im Bad nichts verloren. Ich weiß, man lässt sich da schnell mal zu verleiten, im Bad rumzufummeln, weil sich das natürlich auch schön anfühlt. Ja, aber Leute, was passiert denn, wenn ihr mit euren Händen im Bad rumfummelt? Die Hände bieten natürlich perfekte Transportbedingungen für Bakterien, die dann so in euren Bart gelangen. Und das wollt ihr auf gar keinen Fall. Jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du bist in einem Restaurant und irgendwann musst du einfach mal auf Toilette. Und normalerweise ist es so, dass Toiletten einfach so einen Türgriff haben, also eine Türklinke, die musst du runterdrücken, um auf die Toilette zu kommen. Der Typ vor dir, der auf der Toilette war, hat zum Beispiel sich seine Hände nicht gewaschen. Und du greifst dann an diese Türklinke ran und später greifst du dann mit diesen Händen in deinen Bart. Muss ich dazu noch mehr sagen? Außerdem solltest du deinen Bart regelmäßig waschen und einölen, um Juckreiz zu vermeiden. Ich habe es eben schon gesagt, auch Hautschüppchen, die normalerweise von deiner Haut abfallen würden, die können sich leicht in deinem Bart verheddern. Und wenn die halt in deinem Bart rumhängen, diese Hautschüppchen, dann kann das unter anderem auch Juckreiz auslösen. Um das zu verhindern, empfehle ich dir, regelmäßig deinen Bart zu waschen. Und jetzt aufgepasst, dein Bart nicht mit einem Duschgel waschen oder mit einem ganz normalen Shampoo für die Haare. Nein, das machst du nicht. Denn solche Pflegemittel, wie zum Beispiel ein Duschgel oder ein ganz normales Shampoo für die Haare, die könnten zum Beispiel deinen Bart ausfetten, also entfetten, und machen deinen Bart dann strohig und trocken. Und das willst du natürlich nicht. Deshalb empfehle ich dir, einfach ein paar Euro mehr für ein Bartshampoo auszugeben. Außerdem solltest du definitiv, wenn dein Bart eine gewisse Länge erreicht hat, ein Bartöl benutzen. Denn ein Bartöl ist nicht nur dafür da, dass dein Bart schön glänzt, sondern ein Bartöl zieht natürlich auch in die darunterliegende Haut ein. Das bedeutet, dass das Bartöl nicht nur schön riecht und auch gut aussieht und dein Bart nicht nur schön weich macht, sondern es hilft natürlich auch der Haut, Feuchtigkeit aufzunehmen. Deshalb ist ein gutes Bartöl definitiv unerlässlich. Aber Leute, immer dran denken, jetzt nicht komplett übertreiben mit diesen Bartpflegeprodukten. Ja, nicht zu viel Bartöl, auch nicht zu viel Bartshampoo verwenden, sondern alles immer schön wohldosiert. Wenn du dir auch so einen schönen Bart wachsen lassen möchtest, dann empfehle ich dir, regelmäßig einen Bartroller zu verwenden. Mit dem Bartroller rollst du dir über deinen Bart drüber, genau über die Stellen, die gerade vielleicht noch nicht so richtig voll sind. Und so stärkst du A, die Barthaarfollikel und auch das Bartwachstum in deinem Gesicht. Und Leute, denkt dran, sowas muss man natürlich regelmäßig machen und auch über einen langen Zeitraum, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das ist das gleiche wie mit Sport, ja? Wenn du übergewichtig bist und zweimal ins Fitnessstudio gehst, danach bist du auch nicht großartig dünner, ja? Das musst du natürlich regelmäßig machen, um wirklich richtig gute Ergebnisse zu erzielen, ne? Nicht vergessen. Den Link zum Bartroller packe ich euch in die Infobox rein und wenn jetzt ein paar Leute schon schreiben, hey Daniel, wir wollen unbedingt ein Video zum Bartroller. Ja Leute, ich habe es mitbekommen, ihr bekommt auch ein Video zum Bartroller. Ich werde auf jeden Fall ein ausführliches Video machen, wie ich persönlich den Bartroller verwende und was auch dazu meine Empfehlung ist. Wenn der Bart juckt, dann solltest du krause oder geringelte Barthaare dementsprechend auch bändigen. Warum? Kannst du dir vorstellen, wenn du sehr krause oder kräuselige Barthaare hast, die können sich teilweise sogar so kräuseln, dass sie sich einfach wieder Richtung Gesicht drehen und dann einfach wieder auf dein Gesicht draufkommen und dich pieken. Ja? Und was passiert dann? Das juckt natürlich. Barthaare können sich sogar so weit kräuseln und locken, dass sie sogar nach innen wachsen und du ein eingewachsenes Barthaar hast. Und ich sag dir, sowas willst du auf gar keinen Fall haben. Da gibt es auch einige YouTube-Videos zu eingewachsenen Barthaaren. Und Leute, ich sag euch, das möchte keiner haben. Das ist 100% richtig unangenehm. Ich hatte es noch nicht, aber was man auf den Videos sieht, ach, nee, Leute. Aus dem Grund, falls du dazu neigst, kräuselige Barthaare zu haben, empfehle ich dir, deinen Bart regelmäßig in Form zu föhnen. Den Föhn einfach zu nehmen mit einer Rundbürste und schön auf mittlere Stufe deine Barthaare schön nach unten föhnen, damit sie einfach ein bisschen glatter werden und sich nicht so kräuseln. Und dementsprechend ist dann die Gefahr nicht so groß, dass du halt eingewachsene Barthaare bekommst oder deine Haare dich halt wieder
pieken. Und wenn du teilweise mega lange Barthaare hast, dann empfehle ich dir, einfach eine Schere zu nehmen und diese super langen Barthaare einfach ein wenig zu stutzen. Denn einige Barthaare wachsen natürlich schneller als die anderen. Das ist nicht immer genau gleichmäßig. Also andere Barthaare, die dann mega lang sind, einfach ein bisschen mit der Schere abschneiden. Vierter Punkt, du solltest deine Bartkanten bzw. deine Bartkonturen scharf abhobeln bzw. scharf abrasieren. Wenn der Bart juckt, dann kann es nämlich zum Beispiel unter anderem auch daran liegen, dass die Konturen bzw. die Bartkanten nicht richtig ausrasiert worden sind bzw. das falsche Werkzeug dafür verwendet worden ist. Wenn du nämlich zum Beispiel mit dem Elektrorasierer deine Bartkanten und deine Bartkonturen rasierst, dann kann es unter Umständen sein, dass das zu Irritationen führt und das dann auch anfängt irgendwann zu jucken. Und das möchte man halt nicht. Aus dem Grund verwenden Barbiere auch immer bei den Bartkonturen, bei den Bartkanten entweder ein richtig scharfes Messer oder halt einen Rasierhobel, damit die Bartkanten wirklich richtig schön, fein und scharf abgehobelt sind, damit kein Juckreiz entsteht. So Leute, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bart wachsen lassen. Falls ihr irgendwelche Probleme habt mit Juckreiz, dann wisst ihr jetzt, woran es liegen kann und auch, wie ihr das beheben könnt.